So, hallo, grüß euch. Ich weiß nicht, ob man das erkannt hat, aber ich habe da jetzt ein paar Hutterl aufgestellt in meinem Garten und auch da drüben ein paar gelbe, das sieht man nicht so gut. Ich will nämlich jetzt ein bisschen wieder langsam fahren üben, da in meinem Garten, im Gelände. Darum steigen wir jetzt auf die Transalp auf. Bis gleich. So, don't judge me, ich weiß, keine Schutzkleidung. Alter, fuck, es ist so anstrengend. Ich wollte nicht einmal sagen, vielleicht hat man das ein bisschen gesehen, was so es geht mit der Transalp. Es ist jetzt zwar nur Wiese da. Und ich bin sicher nicht der allerfitteste Rider, aber es ist massiv lustig, aber massiv anstrengend. Ich muss jetzt einmal die Hutterl da noch ein wenig auseinanderstellen, weil sonst kann ich da nicht einmal Slalom fahren. Schauen wir mal. Ich meine, leider, wir haben ja im Terra Xtreme haben wir das ganz gut gemacht mit dem Slalomfahren. Irgendwie kann ich das schon wieder nicht mehr. Da muss ich wieder ein wenig üben und besser werden. So, und das sind übrigens da die Hutterl. Ich zeige euch einmal. Das sind so kleine gelbe Hutterl. Die waren relativ günstig. So, jetzt haben wir da noch her. Und dann schauen wir, dass wir da dazwischen, zwischen meinem Baum und dem Hutterl reinkommen. Das heißt, wir fahren das erste Hutterl da vor dem Baum. Haben wir so, den Baum so, so und dann eine ganz enge Rechtskurve oder rund um den Baum herum. Das muss man anschauen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, die wir da jetzt durchtesten. Super viel Schweiß, aber ich bin super dankbar über meinen riesengroßen Garten, weil 1000 Quadratmeter sind da jetzt übrig und mit den 1000 Quadratmeter lässt sich schon ordentlich was machen. So, jetzt bin ich eine Runde gefahren und vielleicht fahre ich auf Nacht dann nochmal eine kleine Runde in meinem Garten. Aber es ist jetzt natürlich Mittagszeit und es ist brachial warm. Ja. Na passt, hey, wir sehen uns im nächsten Video. Kommentiert, liked und falls euch das gefallen hat, dass wir mit der Transalp mit Serienbereifung Karo Street auch ein bisschen Offroad was machen kann, dann freue ich mich über ein Like und jetzt kommen demnächst wieder ein paar mehr Videos. Ich bin immerhin jetzt schon 6000 Kilometer gefahren, ich war im Offroad Training, über das möchte ich euch noch was erzählen und ich habe wieder was Neues. Das gehört installiert und zum Installieren nehme ich euch natürlich mit. Hey, ciao!